Herzlich willkommen zurück in Bayern und da freuen wir uns alle mit. Magdalena, worauf freuen Sie sich denn am meisten zu Hause? Auf Seppi, auf Ausschlafen, auf die nächste Party? Eigentlich erst einmal auf mein eigenes Bett, auf die Wohnung, einfach mal wieder Normalität, einfach die Tür hinter mir zumachen. Ja, wie gesagt, einfach das normale Leben, Familie, Freunde und dann Sport einfach mal draußen lassen. Wer kümmert sich denn um die Wohnung, ums Haus in Wallgau, wenn Sie, Sie sind ja nie daheim? Ja gut, die Oma ist im Haus und zum Blumengießen, ich habe nicht so viele, das übernimmt sie dann. Und wenn ich heimkomme, macht sie 2 Tage davor die Heizung, also mir geht's nicht schlecht darum. Magdalena, jetzt haben Sie wirklich alles erreicht, was man in einer Biathlon-Karriere erreichen kann. Wie weit sind denn die Pläne konkretisiert, vielleicht doch auf Curling umzusteigen? Ja gut, Curling weiß ich jetzt nicht, müsste jetzt einmal ausprobieren, ob mir das so liegt, aber ich denke, ich werde eher beim Biathlon bleiben. Also ich habe zwar jetzt alles erreicht, aber es macht nach wie vor Spaß. Ich kann jetzt alles ganz gelassen angehen, kann richtig genießen, weil ich wirklich alles erreicht habe und ich versuche das jetzt wirklich die nächsten Jahre auch alles mitzunehmen und wirklich mit Freude und mit Genuss. Magdalena, Sie haben einen Brief geschrieben und der war öffentlich und zwar auch in der Bild-Zeitung zu lesen an Verena Bentele. Das interessiert mich jetzt natürlich schon. Wir haben auch ein paar Passagen rausgegriffen. Warum haben Sie den geschrieben? Ja, ich denke, das ist, also für mich, ich kann es ganz gut nachvollziehen, wie das als Sehende ist. Ja, also ich weiß, wie es als Sehende für eine Biathletin ist und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie das funktioniert, nur über Hören. Ja, die Scheiben zu treffen, für mich ist es schon mit Augen immer ein bisschen schwierig. Und von daher höchste Anerkennung und ich finde, das muss man schon einmal gesagt haben. Verena, haben Sie denn geantwortet? Ja, aber ich habe nur ins Gästebuch von dir geschrieben auf der Homepage. Also wahrscheinlich hat das irgendwie, du hast so viele Anträge gekriegt, weil mich hat die Bildzeitung gar nicht gefragt, ob ich dir öffentlich schreiben will. Und es ist irgendwie neulich jetzt mal irgendwo gestanden, hier feiern können wir in Tettnang viel besser als ihr in Wallgau. Und mein Bruder hat nur gesagt, können wir genauso gut. Und uns verbindet halt das, wir kommen beide aus einem kleinen Ort. Wir können, glaube ich, beide gut feiern. Und wir treffen beide die Scheiben nicht immer und können aber gut laufen. Also es gibt halt schon Parallelen. Das denke ich auch. Das klang so ein bisschen zwischen rein mal, als wäre es der große Zoff zwischen den beiden Heimatstädten der Biathlon-Königin zwischen Tettnang und Wallgau. Aber ich glaube, der ist hier schon ausgeräumt, oder Magdalena? Also ich glaube, das ist totaler Quatsch. Da hat sich irgendwas aufgebauscht. Ich habe von dem Ganzen eigentlich erst gar nichts gewusst. Und die Simone Haushalt hat mir dann gesagt, ah, die Verena, die hat sie entschuldigt. Und da gibt es jetzt irgendeinen Knatsch. Und da habe ich gesagt, so ein Schmann. Also ja, da wird es überhaupt keinen Knatsch geben. Ja. Und wir können ja beide gut feiern. Aber es ist wirklich, es ging so weit. Der Skiclub Wallgau hat sich per Mail bei Verena gemeldet. Ja, genau. Und deswegen war mir das dann so ein bisschen wichtig, da mal zu sagen, das ist echt totaler Quark. Also ich glaube, du nichts denken. Genau, ich glaube, wenn Magdalena das an dieser Stelle sagt, dann kann wirklich nicht schief gehen. Magdalena, wir wünschen einen schönen Abend heute Abend, erst noch in Erding und dann später zu Hause im eigenen Bett. Ich glaube, das können wir alle so gut nachvollziehen. Herzlichen Dank für das kurze Gespräch. Grüße nach Erding. Magdalena Leuner, vielen Dank.